Das haut alterstechnisch nicht ganz hin, aber ich bin auch hier, weil das meine Heimatstadt ist. Ich bin hier geboren, aufgewachsen in der Kaulerstraße, in die Türkenschule, in die Grundschule gegangen, Luisengymnasium hier um die Ecke, mein Abitur gemacht. Insofern ist es einfach schön, in seiner eigenen Heimatstadt auf solch einem Empfang zu sein. Aber lassen Sie mich vielleicht ein paar Worte noch zu Diana Stachowitz verlieren. Naja doch, wir haben uns schon gekannt, als du noch im Stadtrat warst. Ich war inzwischen im Landkreis München und wir haben die verschiedensten Themen auf kommunaler Ebene zusammen angegangen, sei es der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr oder eben auch schon damals Wohnen. Aber es gibt noch ein Herzensthema von Diana und das ist Kirche. Diana ist eine Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Untertanen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen im neu erbauten Sultanspalast von Al-Osacha. Guten Abend. Assalamu alaikum. Spürt das Land der aufgehenden Sonne, kommt mit ins Reich der Düfte und Fantasien. Auf einer Reise in unbekannte Welten, ins Land von Bauchtanz und Schlangenbeschwörung und entdeckt das Geheimnis der Wunderlampe. Es ist die Geschichte von einem Osacher Touristen, der auf seiner Reise in den Orient so begeistert ist von Bauchtänzerinnen und Sultansverehrerinnen, dass er sich selbst zum Osacher orientalischen Prinz verwandelt und seine Prinzessin aus den Fängen der Giftschlangen befreien. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim orientalischen Mosach. Staunt ein jedes Kind und man zerbricht.
zurück und Puppe aus dem Baukastrop, verrückte Nähe am Fest. Dann hob die süße Wiener ihre Türgardine vor mir plötzlich in die Höhe. Aus dem Baukastrop bekannte ich aus Wolfenbüttel.
Das war der Mosacher Faschingclub 2018 mit seiner fantastischen Reise ins orientalische Mosach. Herzlichen Dank. Jetzt darf ich Sie nur mit großem Vergnügen mit dem 56. Mosacher Prinzenpaar bekannt machen. Es handelt sich um seine Autorität, der Mosacher Tourist, der sich in den Sultan verwandelt hat und seine Prinzessin aus der Schlangengrube befreit hat, Prinz Thomas III. Von Mosach. An seiner Seite ihre Lieblichkeit, die Schlangenkönigin Prinzessin Michaela die Erste von Mosach. Vielen Dank für diesen Applaus. Jetzt ist meine Zeit zu sagen, willkommen hier beim SPD-Neujahrsempfang. Es freut mich unheimlich, wieder hier zu sein. Es freut mich unheimlich, den Auftritt zu machen. Es ist einfach schön, man kann hier wirklich strahlen auf der Bühne, weil das Publikum strahlt zurück und es macht so viel Spaß. Und ich hoffe, Sie genießen noch einen schönen Abend. Wir werden ihn genießen, vielleicht trifft man sich auf ein oder zwei Getränke. Und somit verbleibe ich, euer Prinz Thomas, der Ritter von Mosach. Christian Foker vom Abendholz, das ist ja viele Merkel, und er kommt nur auf die Bühne, wenn die Heike abholt, hat er gesagt, der Johann Breitsamer. Bitte schön.
hässlichen Ortsempfänger, den wir jetzt nicht gefunden haben im Gehör, die bekommen jetzt natürlich nachher noch spezial überreicht. Haben wir noch einen? Jetzt, Mensch, Herr Kollege, Damen und Herren, das ist Christian Vogler. In dem vorstehenden Jahr 2018, der großen Küchenumbauphase, alles, alles Gute, eine glückliche Hand und viel Erfolg in deinem Augustinerkeller, den du so wunderbar hier führst. Dankeschön für deine Mühe. So, Damen und Herren, der Moser Faschikow bedankt sich ganz herzlich beim Alexander Reisel und bei der Diana Stachowitz, dass sie uns zum wiederholten Male hier eingeladen haben zum Auftritt und bei der Julia Schönfeld natürlich traditionell. Und dass der Moser Faschikow auftreten darf, ist keineswegs selbstverständlich. Und da dürfen wir doch so anständig sein und die anderen Prinzenpaare, die heute Abend da sind, auch mit auf die Bühne bitten. Also als erstes geht bei der Thomas und der Hed auf die Bühne. So, dann haben wir hier heute Abend von Faschikow nach Hause das Prinzenpaar. Max der Erste und die Daniela die Erste. Max der Erste, Daniela die Erste und dabei, der Hofmarschallskollege, der langgediente, einer von den vielen langgedienten, das ist der BRG. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier vom Faschis Club Main das Prinzpaar Michael den Zweiten und Anne-Marie die Erste. Dabei ist die dienstältende Präsidentin des Weltkarnevalverbandes. Das ist Christine Rügol. Ja, dann schauen Sie mich schon so erwartungsvoll an. Wir haben ja auch die große Ehre, das offizielle Prinzenpaar der Landesamt von München heute Abend bei uns zu haben. Man darf ihn auf der Bühne begrüßen. Das sind natürlich Sebastian, die Erste, der Erste und die Janina, die Erste. Alle vor dem Palast, Albo Sacher. So, ein Traum auf der Welt. Rosach, Bahalla, Leim und Neuhausen. Perfekt. Und mitgebracht haben Sie die tragende Säule der Bahalla München. Ohne ihn läuft überhaupt nichts. Der Prinz von 2011, Werner Trollmann.
bevor unsere vier Prinzenpaare jetzt hier ihren Walzer aufführen, darf ich Ihnen noch eine Person vorstellen. Das ist nämlich heute eine Premiere. Die kommt nie wieder, weil sie ist normalerweise nicht Mitglied des Ensembles. Aber sie ist hauptverantwortlich für die Choreografie, für den Musikschnitt und für den Training. Mit vielen, vielen anderen, die mitgemacht haben, aber der Kopf für sie. Das ist Julia Gerner. Schauen Sie mal. So, wie kriegen wir jetzt die Herrschaften da runter? Am besten über die Stufe. Die Prinzen gehen zuerst und heben ihre Prinzessinnen hinab. Also andersrum. Damen und Herren, erleben Sie Ihren 30-Sekunden-Walzer mit dem Prinzenpaar von Hannah München, von Mosel, von Leif und Neuhausen. Danach bitte ich alle wieder auf die Plätze, dann ziehen wir gemeinsam aus. Also, Herr Kapellmeister. Ganz toll. So, ein perfektes Bild. Sehr schön. Ein Traum. So muss das sein. Die Münchner Fasnachtsgesellschaft Hand in Hand präsentieren auf der Bühne Einigkeit und Fröhlichkeit. Sensationell. Jetzt darf ich vielen Dank an euch vier euch bitten, dass ihr euch so ein bisschen so hinten durch die Mitte und am Schluss uns anschließt, okay? So, perfekt. So, Damen und Herren, das war's jetzt schon. Ich bedanke mich im Namen aller mitwirkenden Tänzerinnen und Tänzer fürs Zuschauen und für den Applaus. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und jetzt müssen wir noch die Prinzessin nochmal vortun. Also nur die Hübschen. Ohne Männer, nur die Prinzessinnen. Wo ist die Daniela? So, jetzt noch die Prinzessin. Wie im Rathaus. Genau, wer ist da von Asien. So, aber jetzt. Also vielen Dank fürs Klatschen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Hochmarschall bedankt sich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Abend, schönen Fasching. Und alle zusammen für diese Gruppe sind hier Faschistum Osa. Wir schauen uns den Gott an.